Ja, hi, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Mega Man X8. Wir müssen ja so schnell wie möglich verschwinden. Zack. Das nehme ich mit, das nehme ich mit und jetzt können wir abhauen. Danke. Ah. Ich will noch nicht sterben. Oh Gott. Ah. Zack. Boah, war stylisch. Hilfe. Oh nein. Alarmchen, Alarmchen. Oh, wir haben Metall bekommen. Bring it on! Ja. Bring it on myself too. Hahaha. Ja, der Typ ist eine absolute Lachnummer. Wenn man zum Beispiel schon den vierten Teil gespielt hat von diesen Spielen. Ja, und er ist wirklich einfach. Das einzige Nervige ist das hier, weil jetzt kommt man nicht mehr darunter. Weil dann ball ich die eben so ab. Boah, und warum ist denn das Spiel so am Legen? Ich spiele auf der Konsole übrigens, nicht auf dem Emulator. Verdammt. Oh, das ist so einfach nervig. Aua. Aua. Boah, hab ich ihn nicht getroffen. Boah, warum ist denn dazu am Ruckeln? Was soll das? Ah, jetzt habe ich gar nicht auf ihn geachtet. Mann. So, komm du nur her. Mann. Ich komme dir gleich darüber. Zwing mich nicht darüber zu kommen. Oh, das gibt's doch nicht. Na, warte, ich will mit Style erlegen. Aber ich hab das gar nicht voll. Dann sterben wir so. Ja, ich wollte eigentlich mit dem Doppelteam-Angriff hier den Typen fertig machen. Wenn er so auf mich hinzugeflogen kommt und dann kommt auf einmal Zero so brüllsch und dann let's do this und dann bam 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 und alles explodiert und das wäre voll cool gewesen. Aber da es nicht passiert ist, war es einfach nur lahm. Egal, wir haben gewonnen. Ja. 14 Minuten, geil. Ja, 14 Minuten, ist klar. So. Was ist unser Gespräch des Tages? Ja, und wir sind jetzt an der letzten Level angelangt. Aber die machen wir nicht jetzt. Ja. Ich werde euch jetzt zeigen, wie man super geil Metalle farmen kann. Dafür nehmen wir hier die ganze Ausrüstung. Ja, springen. Aber das ist jetzt nicht so egal. Ultraschuss, erwähnter Schaden, Ladegeschwindigkeit erhöht. Dann nehmen wir X und dann nehmen wir Zero. Damit uns die Navigator nicht stören, nehmen wir gar keinen mit. Ja, 10 Minuten haben wir noch, da kann ich noch locker hier zeigen, wie man das macht. Dann können wir auch die restlichen Metalle alle kaufen, damit alle auf 100% kommen. Bis auf Zero, er kann glaube ich nur bis, keine Ahnung, 95%, 98%, 99%, over 9000. So. Kennt ihr den noch? Wegrennen.
So. Als erstes, was wir jetzt machen, ist erstmal wegrennen. Ja, beziehungsweise wegspringen. Ha. So schnell wie möglich. Aber nebenbei können wir auch alles hier erschießen, was kommt. Eigentlich kann man auch mit diesem na, Schneemobil-Level Geld bekommen, aber ich finde, das geht hier ein bisschen schneller. Deswegen zeige ich das auch jetzt mal. Kann natürlich nicht schaden, auch alle anderen Metalle hier im Weg aufzusammeln. Und wenn man diesen Metallproduzierer hat, wie auch immer der heißt, wo man alle paar Schritte 24 Metalle bekommt, bekommt man sogar noch mehr. So, das hier erreicht man, glaube ich, nur mit Zero. Deswegen zack. Hör auf mich abzuschießen mit dem Sand. Sandwirbel Spammer. Ja. Bis jetzt machen wir das Level eigentlich genauso wie immer. Zack. Hallo. So, und wenn wir den Typen hier abknallen mit diesem Laser, dann hinterlässt er manchmal hier solche roten, so rote Metalle da wieder vor seinem Fuß, hinter seinem Fuß, meine ich. Ja, und die geben alle 50 Metall das Stück. Und jetzt rennen wir ihm einfach hinterher und ballern ihn die ganze Zeit ab. Wie ein Geistesgestörter. So, ab hier taucht er erst auf. Also, zack. Jetzt ballern wir ihn die ganze Zeit ab. Gehen immer so einen Schritt, damit er nicht aus Bildschirm geht. Weil wenn wir die ganze Zeit weiterlaufen, dann geht er auch gleichzeitig mit aus dem Bildschirm. Also gehen wir immer nur einen Schritt und ballern ihn dabei ab mit diesem Ding. Dann hinterlässt er immer schön diese roten Metalle. Und wir kriegen immer 50 Metalle dazu. Ist das nicht schön? So, mach das mal so, keine Ahnung, eine Stunde und ihr habt verdammt viel Metalle. Ich wollte das eigentlich jetzt nicht mehr machen. Ich habe jetzt genug. Ich meine, wie viel hatten wir, als wir hier ins Level reingegangen sind? 103.000 oder 104.000? Ja, jetzt gucke ich an, wie viel wir jetzt haben. Wir haben schon 108.000. Schön, war. Ich finde es auch richtig schön. So, ein ganz anderer Trick ist noch, wenn man sich die neue Versuchschips holt oder wenn man auch Fleisch spielt, wo man ja unendlich viel hat, dann kann man sich immer in diese Dornen rein, ja, fallen, ich sag mal fallen lassen. Und ja, dann kann man immer. Also man muss sich in die Dornen fallen lassen, bevor er hier vor der Tür da ist und da in diese Fabrik reingeht. Und dann ist ja der Checkpoint gesetzt. Wenn man den nicht gesetzt hat, dann landet man wieder direkt da hinten, wo man ihn gerade besiegt hat. Und dann kann man das wieder machen. Auf dem schweren Schwierigkeitsgrad kann man das da so dreimal machen. Geil war. So, ich muss ihn eigentlich nur abballern. Braucht das eigentlich nicht machen. Ich kann jetzt auch einfach hier rumalbern. Und einfach so die Gesetze der Schwerkraft brechen. Guck mal, Mami, ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Ganz ohne Cheats. Geil. So, okay. Okay, das war's jetzt. Zurück zum Labor, ich habe genug. So, das waren schon 5400. So, im Durchschnitt bekommt man eigentlich so 7000 bis 800 Metalle, wenn man das macht. Wenn man das einmal macht. So, und ich glaube, ich brauchte so um die 100.000, um alle Sachen zu holen. Deswegen würde ich sagen, wir holen uns die restlichen Sachen für das letzte Level. Für X brauchen wir da Doppelbarriere. Jetzt hat er 100%. Das erhöht die Dauer der Unbesiegbarkeit nach Eintreffern. Er bekommt auch Doppelbarriere, hat 90%. Er bekommt auch Doppelbarriere, hat 84%. Dann bekommt er noch hier Schockschlucker und Schildrüstung. Und hat 100%. So, Zero holt sich hier noch den Schockschlucker und hat 95%. Ja, jetzt fehlt nur noch das hier. Aber das können wir, glaube ich, noch nicht bekommen in diesem Spieldurchlauf. Da werde ich auch noch drauf eingehen. Da haben wir. Upsala, jetzt bin ich an mein Mikro gekommen. Entschuldigung. Entschuldigung! Und ja. Ich würde sagen, wir sind. Habe ich auch die Ladung alle voll? Ja, ich habe alles. So, jetzt haben wir alle bis auf 0 auf 100%. Ja.
müssen mal gucken. Nee, schade. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, in den nächsten Part starten wir auf Sigmas Palast und besiegen Sigma, die Ursache dieser ganzen Situation. In den ganzen Mega Man Spielen, Mega Man X. Ja. Wir nehmen diese Level im nächsten Part und in einem der letzten Parts in Angriff. Ich hoffe, ihr schaltet dieses letzte Mal dann noch ein und wir sehen uns dann im Finale. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss.